Okay. Genau, Quest verfolgen. Da wären wir ja quasi schon am richtigen Ort, aber wie gesagt, das kann immer noch bis zum Abend dauern. Denn wir müssen ja die leichten Mädchen vor den ganzen... Ja, vor diesen Raufbolden eben schützen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt leert es sich hier schon deutlich. Ach, der Gärtner ist hier. Aha. Der wohnt hier anscheinend. Auch interessant. Die ist abgeschlossen. Okay, also früher oder später müssten hier eigentlich auch noch ein paar leichte Mädchen zu sehen sein. Ich glaube, wir gehen nochmal ins Lagerfeuer. Entschuldigt, ich weiß, das hat jetzt wieder einiges an Zeit gekostet. Na toll. Okay, Feuerstelle. Dann eben nochmal. Ja, machen wir mal 3 Stunden. Okay. Hat da eben jemand gerufen, ich bin geil? Das ist ja schon eine interessante Aussage. 23 Uhr. Das ist unser Gebiet, verschwindet. Langweilig. Okay. Jetzt wird nur dieser Ort hier drüben angezeigt. Der war gut. Ja, der war gut. Okay. Genau, jetzt laufen hier bei Nacht die Wachen umher. Hier! Na, Hallöchen. Haut ab, Kumpel. Lass die Dame in Ruhe. Ihr habt Mitleid mit einer Hure? Bevor ihr geht, entschuldigt ihr euch noch für euer schlechtes Benehmen. Ja. Ihr seid nicht bei Trost, alter Mann. Haut ab, bevor ich euch absteche. Nachdem ihr euch entschuldigt habt, geht zu Hauptmann Vincent. Sagt ihm, ihr seid ein Verbrecher und eine Ratte. Zieht euer Schwert, Streuner. Ich töte niemals unbewaffnete Leute. Ihr habt eure Chance vertan. Auf ihn! Auf ihn! Tja, Freunde, das habt ihr leider nicht anders verdient. Das war er. Okay, jetzt sollte ich mit dem Rest der Banditen abrechnen. Okay. Wir bedienen uns einmal. Ein Dolch haben wir zwar nicht, aber eine Fackel. Und das hier. Okay. Sehr schön. Noch ein Hund. Okay, der nächste Ort wäre hier. Ach, jetzt wird das auch angezeigt. Haus der Halbelf. Elfen? Ah ja, Haus der Halbelfen, richtig. Genau. Also einmal hier lang. Aber wir müssen... Das ist teilweise echt verwirrend. Ach doch, hier lang müssen wir gehen. Okay. Genau, dann die Meuchler hier. Verschwindet. Ich habe geschäftlich zu tun. Verschwindet oder ich töte euch wie einen Hund. Versucht euer Glück. Ergreift ihn! Wow. Tja, Freunde, das habt ihr davon. Ihr solltet wohl mal etwas mehr Respekt zeigen. So. Na, komm schon. Sehr schön. Okay. Das hätten wir auch erledigt. Einmal das hier. Was ist das hier? Zuckerpuppe. Und ihn hier. Schleifstein. Tür zu Vivaldis Haus. Und hier zu Kalksteins Haus. War das hier? Ach, kleines Mädchen in Gefahr. Spieler, ich bin doch Haus der Halbelfin. Okay. Ich weiß aber nicht, warum da steht kleines Mädchen in Gefahr. Das ist vielleicht etwas unglücklich übersetzt worden. Weil, naja, wir retten hier ein paar Prostituierte.
Und ich hoffe mal, da sind keine kleinen Mädchen dabei. Um das mal klarzustellen. Als erwachsene Person kann man natürlich tun und lassen, was man möchte. Solange es legal ist. Okay, das dürften die letzten sein. Still, dumme Hure. Oh, okay. Ihr da, verschwindet. Tätlichkeiten sind unhöflich. Geht, solange ihr noch könnt. Diese Frau gehört zu mir. Dann sterbt ihr. Sterbt, Bastard. Ja, der Geralt ist schon sehr besitzergreifend. Na los, komm schon. Ah, ich breche immer den Angriff zu früh ab. Das war's mit ihm. Ah, mir kommt sogar jemand zu Hilfe. Hohoho. Das hat gesessen, mein Freund. Der Alkohol ist mein bester Freund. Ja, ich sehe schon. Gute Arbeit. Okay. Er hat gleich die Gunst der Stunde ergriffen. Moment, das schmeiß ich mal raus. Ich will nämlich die Fackel mitnehmen. Die hier. Okay. Das waren doch jetzt die letzten, oder? Journal. Hier. Ich muss zu Carmen gehen und meinen Lohn abholen. Genau. Das hätten wir erledigt. Aber jetzt will ich zuerst zum Haus der Halbelfin. Da müssen wir hier entlang gehen. Ich bin echt ein bisschen verwirrt. Ihr merkt es ja. Ich entschuldige mich dafür. Ich bewege mich ja schon, der werte Herr. Hinfort. Moment, hier rein. Ja. Hier ist das. Glaube ich. So, sehen wir mal. Und Zwerge unter einem Dach. Die Kerle machen einen Dreck wie Schweine. Achso, hier müssen wir wieder hin. Ach, hier. Ketmil, Fatgern. Seid gegrüßt. Leider beherrsche ich die alte Rede nicht. Schade, weißer Wolf. Eure Sprache ist wie eine Steinaxt. Unsere wie das elegante Schwert der Virole Dan. Es liegt gut in der Hand. Egal, welche Technik man auch ausführt. Ja, ich verstehe schon. Sie mir beibringen? Lernen braucht Zeit. Ein jugendlicher Verstand kann unsere Sprache in wenigen Jahren meistern. Aber um Palästrin zu formen... Ich habe mein Gedächtnis verloren. Vielleicht kannte ich eure Sprache einst. Wenn das stimmt, müsst ihr sie möglicherweise nicht neu erlernen. Ich werde Elfisch sprechen. Vielleicht versteht ihr es. Okay, versuchen wir es. Versuchen wir es. Es sehr für eine Wett. So, das ist eindeutig... keine Ahnung. Seid ihr eine Sonnenblume? Ihr seid feine Wett, das Sonnenkind. Anscheinend. Ihr seid Fjeine Wett, das Sonnenkind. Fjeine heißt Sonne. Wett, Kind. Misene is Evon, Ipont Agvenelen. Ihr kommt aus dem Land am Fluss der Alabasterbrücken. Ihr lebt unter der Brücke. Ich weiß nicht, was ihr gerade gesagt habt, aber ich weiß, was ihr als nächstes sagen werdet. Okay, ich meine das hier. Ihr kommt aus dem Land am Fluss der Alabasterbrücken. Enzamine. Abait McGwynplate. Ihr habt recht. Ein Mangel an Liebe der letzten Zeitalter. Dummer weißer Wolf. Genug, ich verstehe die alte Rede nicht. Das erste. Ihr habt recht. Enzamine. Ein Mangel an Liebe. Das letzte Zeitalter. Tet Dereat. Abait. Okay, hat anscheinend funktioniert. Sehr schön. Ja, das hätten wir wohl auch geschafft. Gut gelaufen, nicht wahr? Mit der Halbelfin. Wunderschön. Ich wollte übrigens angemerkt haben, ich habe mir die Reihenfolge der Antworten, die hatte ich mir sogar hier rausgeschrieben. Also ich wusste nicht, wie genau die Mission abläuft. Ich hatte nur nachgelesen, dass man eben die richtige Reihenfolge der Antworten wählen muss. Und hatte hier nur aufgeschrieben 1-3-1-1, was aber nicht mal richtig war. Ich möchte anderswo sein.
Das hat mich gerade dezent verwirrt. Mögen wir uns in besseren Zeiten treffen. Naja, also schlecht war das eben nicht. Will ich mal hoffen. Okay. Ja, schön. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich direkt zum Krankenhaus flanieren. Das hier drüben ist, ja. Schönen guten Abend, der werte Herr. Wir betreten das Krankenhaus, das Etablissement. Naja. So, da bin ich. Dann sehen wir mal. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Es ist Nacht. Aber ich habe euch bezahlt. Psst. Er sagt etwas. Kalkstein. Er ist ohnmächtig geworden. Verschwindet. Da ist ein Aufruhr auf dem Flur. Verdammte Schurken. Boxfleisch hat sie geschickt. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Boxfleisch-Leute haben das Krankenhaus angegriffen. Ich muss mit Raymond sprechen. Es ist an der Zeit, Raymond zurückzukehren und unsere Entdeckung auszutauschen. Okay, also ich soll einfach zum Detektiv zurück. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie hier im Krankenhaus planen. Da scheint nicht zu sitzen. Angriff! Okay. Komm schon, komm schon. Wir haben ganz schön etwas abbekommen. Okay, Moment, ich zieh mal kurz Leine. Nein! Jetzt habe ich doch erstaunlich viel Leben verloren. Ja, immer schön aufpassen. Okay, ich bleib mal kurz in Bewegung. Ich weiß auch nicht, wann hier der letzte Speicherpunkt gesetzt wurde, deswegen will ich nichts riskieren. Aber wir haben schon mal ein paar Informationen erhalten. Das sind echt viele. Nein, 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 Dena. Mann, greif ihn an. Ich bin echt gestorben. Ich bin echt gestorben. Grandios, wo landen wir? Okay, vor 5 Minuten. Damit kann ich leben. Das war vor 5 Minuten. Zum Glück. Wo war ich denn hier? Ja, aus. Muss ich schon wieder mit dir reden? Halleluja. Okay. Aha. Keine Ahnung. Seid ihr eine Sonnenblume? Ihr seid auch schön. Okay. Ihr habt recht. Arbeit. So, da geht's wieder zur Sache. Ne, Techtelmechtel, da wird gerammelt. Und wir gehen zurück ins Krankenhaus. Ich frage mich gerade, sollte ich noch irgendetwas mitnehmen? Keine Ahnung. So, Halbelfen. Da haben wir wieder ein wunderprächtiges Gemälde im Inventar. Mensch, ich meine, wenn man die schon sammeln kann hier, das könnte auch einen falschen Eindruck hinterlassen. Rafinov sieht Frauen nur als Objekt an. Das steht nächstes Mal in der Zeitung. Ja, ja, definitiv. Okay, Krankenhaus San Moyan. Wie gehe ich denn jetzt hier am besten vor? Speichere hier nochmal. Na, nehmen wir mal besser den hier. Die sind alle autosave. Naja. Okay, wir speichern noch einmal. Jetzt aber hurtig. Hurtig, Geralt, hurtig. Halt. Aha. Aber ich. Psst. Erst Kalkstein. Ich bin müde. Okay. Ich muss mit Raymond sprechen. Ja, und weiter. Zu Raymond zurückzukehren. Okay, es steht hier nur, ich muss mit Raymond sprechen. Okay. Die machen nicht wenig Schaden. Ich muss echt Leine ziehen. Ich bin gestorben. Schon wieder.
Ich bin mir nicht mal sicher, wieso. Okay. Merkwürdig. Die machen aber anscheinend wirklich einen signifikanten Schaden hier. Gefangener! Sagst du? Haltet euch. Aber. Okay. Und wo sind die jetzt? Angriff! Okay, die Großen sind weiter hinten. Die brauchen hier echt ihre Zeit, wie ihr seht. Unschwer zu erkennen. Okay. Ist da noch einer? Okay. Das hat anscheinend funktioniert. Überreste. Das nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Verdammt. Ich habe schon wieder die Fackel rausgeworfen. Ich will die Fackel behalten. Fackel. Hier. Fackel. Hier. Da wird nicht lange gefackelt. Was ist das hier? Okay. Ein Getränk. Spirituosen. Ja, etwas zu schnabulieren. Lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Können wir uns später wieder zu Gemüte führen. Ja, den nehmen wir auch aus. Gar kein Problem. So, das sollte passen. So, der ist schon skelettiert. Kann ja mal passieren nach 5 Minuten. Sehr schön. Okay. Ausgang. Das heißt, wir müssen zurück zu Redmond. Und noch zu einer anderen Örtlichkeit. Und zwar... Moment. Hier lang? Ich glaube, ich kann hier durch den Garten durch. Ja, muss ich glaube ich auch. Moment. Wir machen das mal schnell, Leute. Die paar Minuten. Ja, genau. Und dann können wir Redmond ausrichten, was wir erfahren haben. Also haben wir zumindest ein paar Fortschritte durchaus gemacht. Ich weiß, ich habe mir hier etwas viel Zeit gelassen. Hier, ja, hier nach unten. Genau. Ein Bandit. Und hier, hallo. Stramme Hüften. Ich suche Carmen. Carmen! Danke für eure Hilfe. Jetzt lassen Sie uns in Ruhe. Ihr seid also nun allein. Spinnt ihr? Einige Jungs aus dem Dorf kümmern sich um uns. Die wurden nur mit diesen Missgeburten nicht fertig. Verstehe. Was darf's sein? 200 Orens? Oder wäre euch eine andere Zahlungsart lieber? So, wir nehmen... Ich bin kein Materialist. Okay. Ich bin kein Materialist. Im guten Buch steht, keine Gefälligkeit bleibt ohne Lohn. Ich sorge dafür, dass es sich im ganzen Ort und bei den Damen vom Gewerbe herumspricht. Wir Huren wissen, unsere Dankbarkeit zu zeigen. Ja. Das ist schön. Ihr seid recht einzigartig, aber an Hochstaplern, die sich für euch ausgeben würden, fehlt es nicht. Einigen wir uns darauf, dass ihr den Mädchen Blumen bringt, wenn sie Zweifel haben. So, wissen Sie dann, wer ich bin? Unbedingt. Ich habe noch nie von einem Freier gehört, der einer Hure Blumen mitgebracht hätte. Echt? Interessant. Okay, spielen wir Poker. Unglückliches Unterhaltung. Manche Kunden würfeln dabei. Ah ja. Schöne. Adieu. Das wussten wir ja schon. Vielen Dank, Carmen. So, Carmens Freundinnen werden dir ihre Dankbarkeit für meine Hilfe zeigen, für einen symbolischen Groschen. Okay, das heißt, wir können jetzt den Damen Blumen anbieten. Ist auch irgendwie sehr interessant. Es ist doch irgendwie skurril, aber sehr interessant. Moment, wir helfen denen mal. Nee, Silberschwert. No. Oh, schön. Das war zwar nicht ganz optimal, aber es hat funktioniert. Okay. Jetzt kann ich ihn attackieren. Das war's mit ihm.
Na, komm schon. Sehr schön, mit einem Schlag eliminiert. Gut, dann haben wir sogar ein paar Nebenaufträge erledigt. Und ihr wisst genau, warum ich sie erledigt habe. Ich meine, ich muss ja hier auch meine Prioritäten setzen, ganz klar. Das heißt, wir suchen jetzt als nächstes Redmond auf. Und zwar... hier, der Krankenhausüberfall. Ach, Raymond hieß er. Okay, entschuldigt. Ja. Genau, der Detektiv. Da müssen wir einfach hier nach oben raus. Das machen wir auch noch schnell. Und dann sehen wir mal, was Raymond dazu zu sagen hat. Hier lang? Ja. Guten Abend. Ich schub's einfach die alte Dame weg, gar kein Problem. Hier drüben. Achso. Detektiv. Nun gut. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Dann rücken wir mal raus. Also, ich war bei dem Gefangenen. Hat er was ausgespuckt? Dazu gab's keine Gelegenheit. Boxfleischs Männer haben uns angegriffen. Sicher? Seltsam. Boxfleisch will die Salamandra loswerden. Es sei denn, mir ist da etwas entgangen. Javed hat ihm vielleicht Angst eingejagt. Oder ihn bestochen. Das sollten wir prüfen. Habt ihr etwas aus dem Gefangenen herausbekommen? Ein einziges Wort. Kalkstein. Macht Sinn. Kalkstein ist ein talentierter Alchemist. Er könnte Javed bei den Experimenten behilflich sein. Ich bin ihm begegnet. Er sah nicht aus wie ein Verbrecher. Das mag ja sein, aber wir müssen allen Hinweisen nachgehen. An die Arbeit. Ich befrage meine Kontakte in der Stadt. Ihr beobachtet Kalkstein. Er ringt sein Vertrauen, findet heraus, was er vorhat und was er verbirgt. Wie geht es mit den Ermittlungen weiter? Geduld ist angesagt. Wie beim Fischen. Ich bevorzuge die Jagd. Dann erringt Kalksteins Vertrauen. Tut ihm einen Gefallen. Bringt etwas in Erfahrung, das ihn interessiert. Ihr könntet ihn dazu bringen, euch anzuheuern. Redet auch mit Boxfleisch. Aber übertreibt's nicht. Er ist ein Choleriker. Nun gut. Wir machen nun Folgendes. Journal. Über Kalkstein zu sprechen. Ja, haben wir das nicht eben gemacht? Achso, über Kalkstein zu sprechen. Jetzt ist die Frage, wir hatten uns doch schon mit Kalkstein unterhalten. Ich glaube, das haben wir wieder vorweggegriffen, wenn ich mich nicht irre. Oh. Ich glaube, wir sollten eingreifen. Das ist eine delikate Angelegenheit. Oh, ich muss die Waffe wechseln. Oder haben wir... Nee, Stahlschwert haben wir ausgerüstet. Okay. Komm schon, Hexer. Na toll. Ja, wir sind echt tot. So. Der letzte Punkt ist... Ach, der war eben. Okay. Ja, Tatsache. Vor einer Minute. Hm. Ja. Wir landen direkt wieder hier. Okay. Alles klar. Ich werde euch töten. Okay, ich würde ja schnell nochmal gerne etwas einnehmen. Katze, Schneesturm. Auszuweichen. Drogen haben wir auch noch. Trank. Ausdauerregeneration. So. Ja. Ich weiß, das war sinnvoll. Okay. Die hätten nicht mit so wenig Leben hier auftauchen dürfen. Das Spiel ist kurz hängen geblieben eben. Oh, das war verwirrend. Okay, ich dachte, das Spiel wäre eben fast abgestürzt. Ach, der Punkt... Wann war der Punkt davor? Warte, hier war noch einer. Dann lade ich den hier vielleicht nochmal. Ja... Sehen wir mal. Tempelbezirk. Okay, dann kann ich hier nämlich nochmal etwas schnabulieren. Achso.
Okay, zweimal essen. Ob es das so viel bringt? Ach, wir bräuchten unbedingt wieder Tränke. Schneesturm. Das könnten wir durchaus mal versuchen. Speichern nochmal. Okay, und dann sehen wir mal, wie weit wir hier kommen. Raymond. Der wird angegriffen. Ho, ho, ho. Was ist denn hier los? Okay. Der Trank scheint hier einiges auszumachen. Die verbesserten Reflexe haben es in sich. Okay, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich trotzdem sterben werden, weil wir so viel Schaden abkriegen, ja. Ach, schade. Aber das mit den verbesserten Reflexen, das ist ja total interessant. So. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schaffen werde. Ich muss auch gleich die Aufnahme unterbrechen, das ist das Problem. Also im Notfall machen wir das dann eben nach der Unterbrechung weiter. Ich brauche auch wirklich mehr Leben. So. Der Pisskopf. Na, danke. Schnell, 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 schnell. Das war er. Dann er hier. Der Trank ist ja wirklich extra klasse. Heilige nochmal. Meuchler. Komm schon, Angriff. Es ist etwas verwirrend, da bin ich ehrlich. Es ist doch etwas verwirrend. Ihr sitzt ganz tief in der Scheiße. Na, wir werden sehen. Komm schon, komm schon. Den hätten wir auch. Und zu guter Letzt er hier noch. Jetzt aber Beeilung, ich muss echt gleich die Aufnahme unterbrechen. Komm schon. Okay, das hätten wir. Danke, Geralt. Ihr habt mir das Leben gerettet. Die Dreckskerle haben sich hier eingeschlichen. Irgendwie wussten sie, dass ich hinter ihnen her bin. Wer? Was ist passiert? Die Salamandra. Ich war einen Schritt davon entfernt, das Rätsel zu lösen. Einen winzigen Schritt. Beruhigt euch, Raymond. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Wohl kaum. Die folgen mir Tag und Nacht. Ich muss sie irgendwie abschütteln. Was sollen wir tun? Ich lege eine falsche Spur. Ihr verhört die neuen Verdächtigen. Wen? Hier, nehmt diese Notizen. Da stehen die wichtigsten Anhaltspunkte. Was habt ihr jetzt vor? Sie sind mir auf den Fersen, also muss ich verschwinden. Ich werde sie ablenken. Ihr müsst die Nachforschungen von nun an übernehmen. Ich werde euch finden, Weißer Wolf. Vielen Dank. Und ich muss jetzt auch wirklich die Aufnahme unterbrechen. Also nach dem Schnitt geht es auch schon weiter. Bis gleich. Wir setzen unsere Odyssee fort. Und zwar sind wir noch im Haus des Detectives. Und haben in der letzten Aufnahme ein paar Gegner eliminiert. Und nun würde ich mal gerne überprüfen, was unser nächstes Primärziel wäre. Geheimnisse von Visima, mysteriöser Turm. Ich sollte den Kaufmann Levaden befragen. Ich stelle in Visima Ermittlungen an, die mich zu Asajavit führen sollen. Und zu guter Letzt noch der mysteriöse Turm. Okay, sollten wir mal Ausschau nach dem Kaufmann halten? Kaufmann? Und alle Punkte führen uns anscheinend zum Deich, beziehungsweise zum Tor. Denn wenn ich jetzt nochmal auf das Journal wechsle und hier auf die Nebenaufgaben gehe, würde ich unter anderem auch nochmal gerne die Aufgabe ein alter Freund erledigen. Hier. Genau, und das führt uns ja
ebenfalls zum Deich. Okay, also anscheinend müssen wir uns jetzt gezwungenermaßen zum Deich aufmachen. Uns führt kein Weg daran mehr vorbei. Genau, Tagebuch. Genau, dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Ein alter Freund. Los geht's. Ausgang. Wir haben übrigens immer noch den Trank in Tuss, deswegen sind unsere Reaktionen quasi verbessert worden, weil sich alles andere langsamer bewegt. Was auch relativ interessant ist. Okay, wir müssen in diese Richtung hier. Tor zum Deich, dann bin ich mal sehr gespannt.